Was geht? Vati wieder am Start. Kommt zu das Unboxing-Video. Riba. Freunde, heute habe ich was ganz Leckeres. Und zwar das Album von unserem Bruder Mo Phoenix. Emotion Limited Deluxe Edition. Und hier ist das Prachtexemplar. Ich halte es in den Händen, Freunde. Und ich bin endlich wirklich glücklich, dass ich das in den Händen halten darf. Weil, ja, wir haben lange darauf gewartet, auf ein neues Mo-Album. Und heute darf ich sogar ein zweites für euch verlosen. Und das freut mich tierisch. Ehrlich, ein wunderschöner Tag. Und ich bin glücklich. Und vielen Dank nochmal an Life is Pain. Ich küsse euer Wellensittich. Ihr seid korrekt, ja. Ehrlich, ich küsse euch. Okay, naja, ich habe noch ein zweites. Gleich wird es verlost. Und jetzt packen wir erstmal das wunderschöne Deluxe-Box aus. Und ich sage euch schon mal vorher, was der Boxinhalt ist. Ich weiß, wir wissen alle, da ist eine Jacke drin. Oder Windbreaker, ja, heißt so. Und die ist abgefahren. Die habe ich bei Mo gesehen. Ich muss sagen, Mashallah. Deswegen lass nicht so viel schnacken. Das ist der Butterfly für Arme. Er zerschnibbelt, zersägt, zerschneidet jede Box. Jawohl. Und wir schauen mal jetzt, ehrlich, wie das in live aussieht. So, ich bin echt gespannt. Habt ihr euch die wunderschöne Deluxe-Box vorbestellt? Hm? Was? Nein? In der Videobeschreibung. Mach es jetzt. Mach es. Das Album ist wirklich gut geworden. Ich weiß, ich habe es noch nicht reingezogen, ne, weil ich es gerade jetzt auspacke. Aber trotzdem, ne? Paar Singles hast du gehört, oder? Ich auch. Ja, ich muss sagen, trotzdem geil. Also ich muss wirklich sagen, geil. Und deswegen finde ich auch, Mo muss unterstützt werden. Also Mo Phoenix ist einer der talentiertesten Sänger, Musiker, Rapper, Artistin, wie auch immer, ne, in ganz Deutschland. Und ich finde, der hat es einmal verdient. Also ich weiß nicht, ich fühle seine Musik, ne. Letztes Album habe ich auch richtig gefeiert, dieses Album auch. Ne? Und deswegen habe ich ihn unterstützt. Ne? Und deswegen mag ich auch diese Unboxing, weißt du, Brudi? Weil ich fühle mit. Das ist für mich wie, ja, keine Ahnung, ob ich mein eigenes Album präsentieren würde. Und deswegen finde ich das geil, so, weißt du? Und deswegen immer schön supporten. Egal. Ne? Einfach kein Auge machen. Immer gute Musik, du weißt. Unterstützen. Arriba. So, dafür stehe ich mit meinem Namen. Okay, jetzt so viel geredet. Naja, auf jeden Fall, guck mal, wunderschönes Cover von der Deluxe Box. Sieht richtig sexy aus, ne? Guck mal, ist ein Schmetterling, oder? Mit einem Planeten. Ja, ne? Life is Pain präsentiert Emotion hier in schöner Schrift. Schreibschrift könnte man sagen so. Oder Graffiti-Schrift mit einem Herzchen. Emotion da unten nochmal, Mo Phoenix. Und auf der Rückseite Supporter, Barcode etc. Ne? Und Rest eigentlich schön nochmal hier in groß Emotion draufgeschrieben. Ne? Ihr seht es hier nochmal das da. Ne? Name und so. Ja, was soll ich noch sagen? Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt komm. Ran an Speck. So, Freunde. Da kommen wir gleich zu. Was haben wir noch hier in der wunderschönen Box? Noch ein, zwei Sachen. So sieht die, wenn die leer aussieht. Ne? Ja, in weiß. Und ich muss dir sagen, du kannst es auch wunderschön in die Vitrine stellen. Also, wie gesagt, das ist wirklich ein Kunstwerk. Meisterwerk auch. Ne? Und deswegen finde ich das geil, wenn du es in die Vitrine stellen würdest. Guck mal, wow. Doch, sieht geil aus. Ne? Jetzt zeige ich euch mal die Autogrammkarte ohne Autogramm. Was ist das denn? Okay, da haben wir ein bisschen reingeschissen, Brudi. Ich dachte jetzt für die Fans, du bist Liebe und so. Jetzt hast du mich traurig gemacht. Dann fühle ich mit dir. Naja, okay. So, als nächstes haben wir noch ein Poster. Okay, ein Poster, ein kleines. Oh, oh, der Poster wurde unterschrieben. Aber trotzdem, Autogrammkarte müsste auch unterschrieben werden. Naja, der Poster ist unterschrieben. Ja, ich weiß nicht. Poster, klar, ist schön, aber... Autogrammkarte, ich weiß es nicht. Ist cool. Okay, ich nehme es vielleicht zurück. Tut mir leid, dass ich Kritik ausgeübt habe oder ein bisschen Auge gemacht habe in dem Sinne. Aber die Autogrammkarte ist jetzt auf dem Poster. Ich weiß es nicht. Schreib bitte auch dazu deine Meinung. Findest du es lieber auf dem Autogrammkarte, lieber die Autogramm besser oder auf dem Poster die Autogrammkarte? Autogramm. Boah, ich bin selber durcheinander. Aber es ist trotzdem schön. Schönes Pösterchen. Kann man nehmen. Ich will ja nicht so viel meckern, weil ich gönne ja. Nee, es hat aber nichts mit der Musik zu tun, ja? Das Album ist trotzdem spitze. So, auch wenn ich das nicht gehört habe. Die Singles reichen. Naja, auf jeden Fall, Freunde, hier das wunderschöne Album. Pass auf. Pass auf, zack, zack. Ey, diese Plastik, immer diese Plastikverpackung. Uiuiui. Ihr bimmt die Maiko. Oh, da haben wir es. Da ist das Cover ebenfalls drauf gebrandet, gedruckt, was auch immer, ne, auf dem Booklet. Sieht geil aus, ne? Also einer der schönsten Covern dieses Jahr, muss ich sagen. Sieht einfach atemberaubend aus. Wow. Und mit weiteren 18 Tracks, ne, haben wir hier am Stüssel, ne? Deswegen finde ich das Emotion wirklich krass. Und Freunde, die CD sieht auch einfach aus wie eine Galaxie, so. Guck mal.
Manometer, also. Da hat man nicht Kosten und Mühen gescheut. Schöner Druck. Auf jeden Fall schreibt gerne auch euer Lieblingssong in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Ne? Mit 18 Songs hast du viele Anspielstationen. Darum kannst du dich ein bisschen länger damit austoben, muss ich sagen. Und dann kannst du dich gerne äußern. So, die erste Seite. Wer kennt den noch? Ja, man hat erst gedacht, ne? Der Pisa, ne? So. Naja, da will ich nicht mehr spoilern. Wenn du die Single nicht reingezogen hast, dann ne, hast du was verpasst. Naja, auf jeden Fall weiter geht's. Weißt du, was ich an Mo liebe? Seine Brillen. Ehrlich, er hat jedes Mal eine andere Brille an oder in seinen Musikvideos immer so krasse Spacey-Dinger und ich feiere die. Oh, Noah. Ui, Mashallah. Guck mal, wie süß. Und ja, geil. Geil. Schöne Bilder, schöne Pics. Ne? Ganz schlicht, ganz locker, flockig in der Box. Gut, jetzt haben wir noch die große Boxinhalt, die Jacke, die Windbreaker. Ich glaube, das war's dann sonst alles, ne? Vier Teile ist in Ordnung, ne? Da hat man aber dafür hier keine Kosten und Mühen gescheut, ne? Pass auf, die ist riesig. Pass auf, boah, wo geht die jetzt auf? Warte, wo ist die Öffnung? Ah, hier oben. Pass auf, Freunde. Baba Jacke, ja. Guck mal. Tschüss. Ja, ihr könnt die nochmal detailreich, bei mir jetzt wird die jetzt nicht passen, bei Mo Phoenix seiner Instagram-Seite nochmal abchecken. Da hat er die getragen und ein paar Shots gepostet, ja. Aber jetzt nochmal hier live, in echt, diese schönen Leoparden-Optik mit dem lilanen Effekt. Sieht schon edel aus. Guck mal hier sogar, dieser Griff, also Handbereich, der Ärmelbereich, ist auch so Leoparden. Ist elastisch, aber noch enger geraten, ne. Hier unten haben wir diesen schönen Stoff nochmal am, hier nennt man das, Taschenbereich, ne, hier nochmal diese Leoparden. Ich fühle mich wie QVC für Arme, ehrlich. Und ja, sieht geil aus. Ich zeige euch nochmal hier untere Seite, so sieht das aus, ne, wo du deine Ärmel reintun kannst, in diesen Taschenbereich, ne. Hier ist nochmal Emotion drauf gestickt worden, geil, ne, auf der anderen Seite ist nichts gestickt. Und hier oben, ne, am Kopfbereich auch diese Leopardenoptik. Geht bis hier hinten, Freunde. Guck mal das hier an. Und hier ist wieder Emotion gestickt worden. Natürlich nicht drauf gedruckt, gestickt. Ne? Also mit Nadel benutzt. Das ist geil. Und geht hier bis unten. Und das ist hier locker, Freunde. Guck mal. Ne? Wie ein, wie heißt das? Spoiler. Kann man nach oben machen. Sieht geil aus. Also schöne Jacke. Wirklich, ist was Ausgefallenes, ne? Ist nicht so was Klassisches, so schwarz gehalten oder ganz schlicht. Nee, hier hat man wirklich was Feines ausgedacht. Ne, Reißverschluss sieht so aus. Und geht locker flockig auf. Und von innen ist so ganz dünn gepolstert. Bedeutet, wirklich für den Sommer, wenn du unten nur ein Unterhemd anhast, Atlet, sag mal auf Türkisch, wenn du ein Atlet anhast, ne, kannst du das hier unten drunter anziehen oder oben drüber anziehen. Dann kannst du es locker flockig so draußen tragen. Ne, Größe L und ja, was soll ich noch sagen? Schöne Jacke, Windbreaker, kann man nehmen, wirklich was Ausgefallenes. Ne, für jeden Liebhaber, der so welche ausgefallenen Sachen feiert, ist was dabei und ist das was dabei. Ja, gefällt mir. Was soll ich noch gut reden, Freunde? Checkt das selber ab, kauft ihr die wunderschöne Box. Ne, zack, zack, hier sind nochmal zwei Schnürchen-Dinger, dann kann man enger ziehen, dann hast du es fein und ja. Ne, so sieht's aus. Ja, wenn ich was vergessen habe, schreib gerne in die Kommentare, dann kann ich dir noch was sagen. Also fühlt super an, ne? Riecht auch super, keine chemische Zeug so. Manche stinken ja, aber das ist in Ordnung, kann man direkt tragen. Gut, das war's. Ich finde wirklich, das ist ein Spitzenprodukt, wirklich was extrem geiles. Also die Farbe und die Kombination gab's noch nie in Deluxe Box, deswegen finde ich das wirklich spacyhaft und das gefällt mir. Richtig Emotion Style. Jawohl. Ansonsten, Freunde, kauft euch die Box, wenn du selber haben möchtest. Oder mach jetzt an meinem Gewinnspiel mit, ne, ganz simpel. Schreib irgendwas in die Kommentare, was Positives, wäre besser, ne, über Emotion, über mich, über Mo Phoenix, über das Album, über deine Liebe, deines Lebens. Egal, wenn du, schreib auch was über mich. Sag, Fatih, du bist meine Liebe meines Lebens. Dankeschön, dass du mir die Box jetzt gibst. Gebe ich dir nicht. Spaß. Schreib irgendwas, okay? Ich werde in ungefähr eine Woche einen raussuchen und dann über meine Instagram-Seite, ja, posten. In meiner Story, ja. Zum Beispiel, du schreibst jetzt irgendwas, Random Picker, sucht automatisch jemand aus, Roboter, zack.
Und dann werde ich diesen Gewinner auf meiner Instagram-Story, auf Instagram Fatih aka Chetin, ne, abonniere mich. Und dann werde ich da das posten. Und dein Gewinner, ne, wird mich dann anschreiben. Ganz simpel. Eine Woche Zeit. Deswegen abonniere meinen Kanal. Bald haben wir die 100.000. Abonniere vielleicht mein Instagram, damit du das auch ne, siehst, Benachrichtigung bekommst oder was auch immer. Meine Story halt. Und dann, mit etwas Glück, kannst du die wunderschöne Deluxe-Box in meiner Hinter, die noch zu ist, bekommen. Ja, machen wir ganz simpel so ein kleines Gewinnspiel, damit du dir auch die Chance hast, die, vielleicht hast du ja kein Geld oder so, dann hast du mal eine Chance von mir, die zu gattern. Gut, schöne Jacke, die werde ich jetzt nochmal schön in Ruhe reinziehen. Viel Glück und viel Spaß, falls du die Box selber erworben hast. Gönn dir das, wirklich. Ne, das ist nicht der Highlight so. Na klar, in der Box, aber das Hauptalbum, das ist das Meisterwerk, da musst du reinziehen. Okay. Adi Allah, euer Fatih. Bis bald und schönen Tag noch.